ist das jetzt her. 25 Jahre, in denen sich die bunte Republik Neustadt ebenso verändert hat wie die Häuser und ihre Bewohner. Dresden im Juni 1990. Im Stadtteil Neustadt wird eine Mikronation gegründet, die Bunte Republik Neustadt, kurz BRN. Eine Art satirischer Gegenentwurf zur Bundesrepublik mit eigener Regierung und Währung. Die Anwohner protestieren damit gegen Spekulanten und Mietwucher und gegen die Vertreibung der Ureinwohner. Das Motto hieß Miethaie zu Fischstäbchen und die Häuser gehören denen, die darin leben. Die ursprüngliche Idee war ja, dieses wunderschön gewachsene Areal auch den Menschen, die hier lebten, zu erhalten. Ne? Das Dresdner Neustadtviertel 1990. Zu DDR-Zeiten fehlte Geld für die Sanierung, aber zum Glück auch für den Abriss. Extrem heruntergekommen, bot der Stadtteil jedoch Anfang der 90er Freiräume für Freigeister. Der Journalist Jan Frintert, damals Mitte 20, war dem morbiden Charme sofort erlegen. Das war halt alles Abenteuer, das war aufregend. Hier gab es besetzte Wohnungen, besetzte Häuser, viele Sachen, die irgendwie am Gesetz vorbeigingen. Da wurden Kohlen geklaut, da wurden Fenster verhängt, da wurden Transparente rausgehängt. Das war ein riesig großer Abenteuerspielplatz. Mittlerweile hat sich die Neustadt extrem gewandelt. Die letzten Baulücken sind verschwunden, die Mieten in die Höhe geschnellt. Ich hatte immer so den Eindruck, die Neustadt wandelt sich mit mir. So wie ich erwachsen geworden bin, ist auch das Viertel erwachsen geworden. So wie ich ein bisschen gesättigter mit Wohlstandsbauch geworden bin, hat eben auch die Neustadt ihren Speck angesetzt. Ich würde mal sagen, inzwischen hat mich die Neustadt überholt. Das Viertel ist im Wandel und es hat noch nicht aufgehört mit dem Wandel. Mit dem Viertel hat sich auch die bunte Republik verändert. Die provisorische Regierung gibt es längst nicht mehr. Ein trauriger Höhepunkt waren Krawalle in den Jahren 2001 und 2002. Seitdem verwaltet die Stadt das Fest. Manchen ist inzwischen zu viel Kommerz dabei. Es geht nun mal nicht mehr um den politischen Ungehorsam Anfang der 90er. Es ist einfach eine riesengroße Party. Man muss genau hinschauen, man muss sich auch mal ein bisschen aus diesem Strom rausbegeben. Man sollte sich mal an den Rand irgendwo setzen, sollte es genießen und man sollte ins Programmheft gucken. Und dann kann man sich was rauspicken. Fantasievoll, weltoffen und schräg. Die bunte Republik Neustadt bleibt einmalig. Auch in diesem Jahr feiern die Neustädter ein Wochenende lang das Leben und sich selbst.